Ich glaube, es ist jedem seine Entscheidung, ob er wählen geht oder nicht, aber jede Stimme, die vergeudet wird, ist, finde ich, eine vergeudete Stimme. 26. September, Landtagswahlen, euch ein Begriff? Ja, ungefähr, aber ich bin nicht da, ich bin in London. Wenn man wählen darf, sollte man noch wählen, das ist meine Meinung. Das heißt, du wirst per Wahlkarte wählen oder gar nicht? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, also per Wahlkarte habe ich noch nicht gemacht, also aber, ja, könnte man probieren, oder? Könnte man eigentlich schon machen, ja. Was haltest du von jungen Menschen, die nicht wählen gehen? Ja, das finde ich sehr schlecht. Das ist nicht okay. Ich meine, wenn man wählen geht, dann kann man auch mitreden in der Politik. Und wenn man nicht wählen geht, dann regt man sich nur auf. Sie lassen halt andere Menschen über sich entscheiden. Wie bist du mit dem aktuellen Landeshauptmann zufrieden? Ja, ganz okay. Also es ist sehr freundlich, sagen wir es mal so. Man hört nie was Schlechtes, aber ich habe auch nicht so viel Einblick, muss ich sagen. In der Schule lernen wir zu wenig. Also ich finde, er hat das, was er gesagt hat, hat auch umgesetzt. Was sagst du denn zu jungen Menschen, die nicht wählen gehen? Das ist für mich eine der schlimmsten Sachen, die es gibt, weil es gibt viele Länder, die, wo man nicht wählen darf. Du bist zufrieden mit dem aktuellen Landeshauptmann? Ja, schon. Und du? Ich habe noch keine Ahnung. Es gibt riesige Angebote und man muss einfach entscheiden, was für einen selber am besten in Frage kommt. Was ist ausschlaggebend für dich, um eine Entscheidung zu treffen? Also ich würde sagen einmal die Inhalte, eine sachliche Kampagne. Was haltet ihr von jungen Leuten, die gar nicht wählen gehen? Finde ich schade, weil wir die Möglichkeit jetzt kriegen, wählen zu gehen und ich finde, das sollte man dann auch nutzen. Wenn man nicht wählen geht, ich finde, das ist nicht gescheit, weil jede Stimme zählt.